Hallo ihr Lieben, erstmal ein großes Entschuldigung, dass keine Videos übers Wochenende kamen, aber ich war mit Solido von Freitag bis Sonntag auf der Pferd- und Jagdmesse in Hannover und auf der Rückfahrt ist mein Gespann dann noch im Schnee stecken geblieben, sodass ich abgeholt werden musste mit ihm und das Gespann haben wir dann gestern zurückgeholt, deswegen konnte ich gestern auch noch nichts hochladen. Heute geht's aber wie gewohnt weiter und ich hoffe, ihr habt trotzdem ganz viel Spaß bei meinem Video. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zum ersten Tag auf der Pferd- und Jagdmesse in Hannover. Ich bin in diesem Jahr nur 2 Tage da, nur Samstag und Sonntag, und bin hier gerade in dem wunderschönen Apartment, wo ich übernachtet habe. Bin gestern Abend mit Solido angekommen, denn er steht zum ersten Mal nicht auf der Messe, sondern in einem kleinen Stall außerhalb. Möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei meinen Gastgebern bedanken. Und ja, ich nehme euch natürlich wieder mit. Diesmal zwar nur für 2 Tage, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Und dann wünsche ich euch mal ganz schön viel Spaß beim Video. So, ich gehe jetzt gerade zum Stall. Ich hoffe, ich finde den Weg noch, denn ja, gestern Abend war es dunkel, als ich angekommen bin. Und da bin ich einfach hinterhergelaufen. Ja, aber ich denke, ich schaffe das schon. Wuppi, sag mal was. Sag mal was. Hallo, hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Du Süßer. Soli. Ich bin gerade voll stolz auf Solidos Schweif. Der ist zwar wohlgemerkt ein bisschen lang, ich muss den mal wieder schneiden, aber bleib mal stehen, Mausi. Heute ist er extra voluminös, oder? Tanken und das Wetter für das Miet Solido sieht gar nicht so schlecht aus. Hallo! So, wir sind jetzt angekommen. Das Wetter ist nicht mehr ganz so cool. Also es ist so ein Schneeregen. Ich habe mir jetzt noch eben so ein Zöpfchen geflochten. Das trage ich dann unter dem Helm und mache den Solido jetzt fertig und dann geht's los in die Abreiterhalle. So, wir reiten gerade zur Halle. Die anderen sind auch schon auf dem Abreiteplatz, wie ich sehe. Ich bin jetzt der kleine Nachtzügler, aber ich denke, es passt noch alles. Auf der Messe unterwegs. Der zweite Vertreter der Rasse B, der Sektion B, ist hier vorne, der Consolido mit der Anja Merkens. Die beiden sind hier unsere Stars heute. Sie sind nämlich über, weiß was ich, Facebook, Instagram, wo auch immer, super bekannt. Das sind bestimmt auch ganz viele, die die beiden schon richtig gut kennen. Solido ist sehr groß für seine Sektion, 1 bis 1,37. Mein Hut, sonst könnt ihr Anja ihn gar nicht so gut halten. Er ist sehr weit ausgebildet. Wenn ich, jetzt auf den, ich hoffe, ich bin auf dem neuesten Stand. Die beiden eine Dressur springen für eine Vielseitigkeit. Und Dressur ist er bis M, geht er bis M und hat, glaube ich, auch höhere Lektionen. Mal sehen, was die Anja uns noch zeigen wird. Die Sektion B ist die modernste Sektion. Extra gezogen eigentlich für die Kinder, dass sie einen Pony haben mit vielen Pony-Points. Das besonders richtig ist. Die nächste Sektion kann man Ihnen leider heute nicht zeigen, Sektion C, das Pony ist erkrankt. Das ist, sind die Ponys im Kopftyp. Aber wir haben die Sektion D dabei, das ist der Palomino, der Avalon Gold Label, genannt Johnny mit der Laura in dem grünen Polohemd. Das ist ein Cop auch genannt, Sektion D, ab 1,37 Meter. Die Welsh Ponys im
Kopftyp, die sind bis 1,37 Meter, aber ähnlich wie die Kopfs, sehr kräftig im Fundament, sehr kräftig im Körper, wirklich für kleinere Erwachsene absolut ausreichend. Sehr vielseitig meistens, also meistens sind es keine, nicht in einer Sparte besonders gut, keine spitzen Springpals, keine spitzen Dressurpals, aber sie sind halt in allem gut geworfen. Man kann schön Dressur mit ihnen reiten. Der Johnny sieht sich jetzt gewisslos vorgestellt. Er ist noch recht jung, er ist erst 6. Wir werden ihn hoffentlich im kommenden Jahr noch sehen, auch in höheren Lektionen dann. Die springen meistens sehr gut, sind einfach für alle Sparten gut nutzbar. Ein schicker Begleiter in allen Lebenslagen, sozusagen, auch hier auf der Schau. Die letzte Sektion, das sind die Partbretts, sie sind gerade gesprungen, der Gino Ginelli. Auch der Gino Ginelli, der ist erst 4 Jahre alt und trotzdem schon hat er schon eine E-Vielseitigkeit gewonnen. Er wird hier geritten von Laura Dietrich. Und wie Sie sehen, springt er auch richtig klasse. Diese Sektion wird offiziell geführt als Reitpony, da sie nur einen Anteil von 12,5% Weltschuld haben müssen. Deswegen ist hier diese Bezeichnung tatsächlich so geläufig. Er hat aber natürlich gewollt. Und hier die Emily, die springt auch, ohne Flagge jetzt. Nehmen die meisten von ihnen ganz robust. Also ich weiß von Johnny ganz genau, dass der im Offenstall lebt. Die meisten brauchen noch nicht unbedingt eingedeckt zu werden, sind sehr robust, wirklich sehr leichtfutterig. Das muss man auch immer bedenken. Und so von ist auch ganz wenig, das ist eher das größte Problem, dass wir hier ihnen zu viel bieten. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir sie mal knapp halten. Sie kommen aus den kargen walisischen Bergen. Und das merken wir auch heute noch mal. Oh, Anja, ein schöner Trab. Vielen Dank. Den wollte ich einmal sehen. So, die Flagge wird schon abgebaut. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die verschiedenen Sektionen der Welschen Ponys nahebringen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch mal einen schnittigen Abgang für das Publikum hier hinlegt. Ah, da sehe ich die erst schon. Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine Schee. Das sind unsere Welschponys in unserer Rassepräsentation. Für jeden was dabei, für die Kinder, für die Mama, für den Papa und für Oma und Opa auch. So, wir machen. Ich habe Kevin getroffen. Reunion. Endlich ist Kevin wieder da. Hi. Alles gut? Ja, halt mal gerade. Sehr schön. Hallo. Hi. Bin die Anja. Hi. So, ist auch mit auf dem Video. Und der Soli, ja, direkt einen Pony bekommen, ne? Ja, und was wirst du machen mit deinem Preis? Ich reite jetzt nach Hause. Ja, achso, bis nach Düsseldorf. Nach Düsseldorf, ja. Also, der Soli hat Angst vor der Rille. Und ich habe einen Anhänger gefunden. Da steht Böckmann Mertens drauf. Finde ich irgendwie witzig. So. Der Soli und ich, wir haben das Fantreffen sehr gut überstanden. Wir haben 2 Stunden lang dort Fotos gemacht, bei 3 Grad. Und jetzt ist uns kalt. Und jetzt bringe ich den Solido erstmal nach Hause, also in den Stall, wo er steht. Denn der wohnt ja dieses Jahr nicht auf der Messe. Ich glaube, hier habe ich geparkt. Ne, Soli? Ja, und dann kommt er noch ein bisschen aufs Paddock. Boah, wir haben sogar Sonne, ist der Wahnsinn. Aufs Paddock und kriegt ein bisschen Heu und kann dann bis morgen ausspannen. Und morgen bringe ich ihn dann nochmal hier hin. Ja, das war's vom ersten Tag der Messe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lade euch natürlich bald auch noch den zweiten Teil hoch. Macht's gut, tschüss. Auch heute gibt es wieder was Tolles zu gewinnen, nämlich diese wunderschöne dunkelblaue Softshell-Jacke. Die ist gesponsert von Isabel Krone vom Hof K und wird in der Größe M verlost. Wenn euch diese Größe also passen könnte und euch die Jacke gefällt, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar unter dem Video und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Ausgelost wird das Ganze in Türchen Nummer 14 und ich drücke euch natürlich ganz feste die Daumen.